Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eines 17 auf der Hot Online Farm. So, wir sind nur an der Nudelfabrik, aber da ist noch ein bisschen Luft. Da fehlt noch eine ganze Kiste für die Palette voll. So, du, dich brauche ich. Ctrl F. Haut hinten. Zack. So, und du folgst mir ja jetzt auch. Ja, Randy folgt mir. Wir müssen nämlich mit der Randy zum nächsten Feld. Folgt mir mal. Ja, dann folgt mir auch gut. Ich bin voll, ne? Voller wie Helfer, aber ab und zu ein bisschen aufpassen. Ja, und ich kann jetzt nicht zu schnell. Du bist jetzt als nächstes dran, genau. So, Crossplay. Zack, und nächstes Nahing und Energie. Du Krobos, dich mache ich dann vor. Du bist dann jetzt hier. Dich.
Neben Anwaschung ist 40 pro Feld 39, haben wir 10, 39. Ich brauche einen schlauen Zettel. Wo habe ich die schlaue Zettel? Schlaue Zettel. Hier ist schlaue Zettel. 39. Und was ich mir jetzt gedacht habe, dreimal Gerste. Was ich mir Mist gebaut habe. Frage ich mal die Quadratmeterzahl. Oder ist der was? Wir machen jetzt dreimal Weizen jetzt. Das ist eingestellt. Das ist eingestellt Weizen, das passt. Wir machen jetzt die 36 mal Weizen. Die 40 Weizen, Weizen, die 41 Weizen, da kommt jetzt der Raps hin. 30 was Raps. Was sind der für eine Scheibe? Reiß ich ein bisschen zusammen. Hier nicht eigentlich was. Nee, 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 nee. Einmal mit Profis auch mal. Ich sag's immer wieder. Jetzt gefressen, er scheint es gefunden zu haben. Gut, aber so. Dich nicht, du meldest dich an die auch. Du bist da. Dich wollte ich haben, genau. So, jetzt brauche ich meinen Shop. Platzierbare Objekte. Ich habe nämlich drin jetzt. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hallo, Schleuchli. Na, da ist er. Kaufen. So, tun wir ran. Ja. Wo kann ich eine Scheibe vielleicht richtig nicht platzieren hier? Aber ich weiß, woran das liegen könnte. So. Wenn man mit dem Träger sitzt, kann man den Schalten platzieren. So, jetzt nochmal. Und kaufen. Was ist denn hier los? Hier im Hof nicht platzieren. Was sind das für ein Mist?
Ja, ich habe was gefunden, wo ich produzieren kann. Ich will das reden. Gut, Hammer. Dann gehst du jetzt erstmal waschen. Schlepper wie Hänger. Stehen. Erstmal hier in der Ausfahrt. Wir haben nicht die Gas. Nee, haben wir nie. Jetzt die Stunde. Und mal gucken. So, Kurs berechnen. Wie fängt man an, wie ich sehe, ich glaube. Fällt mir Kaffee. Das ist gut, dich brauche ich jetzt, du musst zum
müsste das Pferd noch einen Händler holen. Aber erstmal die Ernte einfahren. Erstmal die Ernte rein. Ich täusche mich nie, wenn ich mich nicht vertäusche. Ist der auch flach, aber was wir machen. Gucken wir uns einfach im Shop nach. Wir haben das Garage. Nee, ist das? Der 9er Deutz brauche ich. Der 9er Deutz hier, der hat Reichdicke. Denn für die Prämus brauchen wir ja bis 50. Gut, hat sich das Thema gegessen. Kann man beruhigt sein. Gut, das ist wieder fast fertig gewesen. Das ist super. Das klappt mit dir, das klappt mit dir. Was wollte ich jetzt? Wir gucken das ja wahrscheinlich noch ein bisschen zu. Denn die ist nicht so gut wie fertig. Da muss ich auch kleine Schrauben noch ausbessern, aber sonst im Großen und Ganzen hat die gut gearbeitet. So, apropos Sämaschine, was kostet mich die eine größere 6 Meter oder 9 Meter? Was nehmen wir denn? Weil ein bisschen Geld haben wir noch vom Kredit. Ja, Sämaschine. Die haben wir jetzt, die 3 Meter. Das ist auch ein 3 Meter. Das ist auch 3 Meter, das ist auch 3 Meter. Das ist 4,50 Meter. Aber nicht das, was ich haben will. 6 Meter ohne Düngerfunktion haben wir jetzt aber auch. Die arbeitet mit Flüssigdünger, die arbeitet auch mit Dünger und Saatgut. Das wären 9 Meter für 100.000. Oh, die gibt es noch ein bisschen gemattet. Cool. Das ist natürlich auch hier. Mehr, aber auch stattlicher Preis. Wo ist meine gemoddete Version? Hier. Kostet mich 96.000 Hauptfarbe. Ich wollte die aber in diesen Boot lassen. Ach ne, da machen wir schwarz, wir haben 97.000. Wisst ihr was, die kaufen wir noch. So, dann haben wir noch 131.000. Irgendwie hast du hier eine Spur ausgelöst. Der Drescher hat durchdrehende Räder. Erstmal zum Drescher seppen. Und der hat einen Baum gefunden. Okay, das war klasse. Da ist ein Baum gefunden. Hier.
gemacht. Sehr schön, das wird hier im nächsten Gang. Sagen, das machen wir in der nächsten Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Daumen da, denn ich bin raus. Ciao, schönes Tag, euer Jaso.